Ich glaube, das Jahr 2020 hat viele von uns geprägt. Wenn ich so zurückblicke, bin ich immer noch erstaunt, was im Januar 2020 überhaupt alles so war. Denn damals war ich noch in Australien und habe mich entschieden, einfach mal für ein Jahr ins Ausland zu ziehen. Das hätte ich mir vor 2 Jahren niemals selbst zugetraut. Dieses Jahr stand extrem viel für mich an, denn nachdem ich aus Australien zurück war, zog ich in eine neue Wohnung, wechselte mein Management, bin extrem viel durch die Gegend gereist wegen Jobs und habe super viel erlebt. Ich habe für mich selbst so wichtige Dinge gelernt, wie zum Beispiel meine Lippen auflösen zu lassen. Ich bin immer noch extrem dankbar für das positive Feedback, denn dieses Video hat mich extrem viel Überwindung gekostet und umso glücklicher bin ich, dass es bei euch so positiv ankam. Vielen Dank für die ganzen netten Kommentare. Ich fühle mich mit meinen neuen Lippen auch viel wohler und es sieht einfach viel besser aus. Aber das ist nicht das Einzige, was ich aus diesem Jahr gelernt habe. Denn in Sachen mir mal selbst etwas zu gönnen, kann ich noch viel lernen. Und ein weiterer Punkt, den ich gelernt habe, ist es, Dinge nicht mehr aufzuschieben. Denn ich glaube, auch die Pandemie hat uns gezeigt, dass man Dinge am besten gleich erledigen sollte. Deswegen war ich nach 7 Jahren auch endlich mal wieder beim Friseur, war nach Jahren mal wieder shoppen, habe mir ein paar entspannte Abende vor dem Fernseher gegönnt und mich einfach mal um mich gekümmert. Ja, ich kaue ja schon seit vielen Jahren Nägel und ich schaffe es einfach nicht, sie wachsen zu lassen. Und gerade zum Thema mal was für sich selbst machen. Ich war noch nie bei einer Pediküre und Maniküre und den Termin mache ich jetzt aus. Ich habe mich immer für meine Nägel geschämt und lasse mir jetzt gute Gelnägel machen, um sie dann wachsen zu lassen, weil es einfach schön aussieht. Sie dauerhaft drauf sind, kann ich da nicht abknabbern. Und eine schöne Wimpernverlängerung werde ich mal machen. Einfach mal was für mich und da bin ich gerade dabei, einen Termin auszumachen und es fühlt sich gut an. Außerdem habe ich mich auch einfach mal getraut, mich so zu kleiden, wie ich es immer wollte. Denn auch hier können sich sicherlich einige mit mir identifizieren, dass man immer bestimmte Outfits in den Kopf hat, sich aber einfach nicht traut, diese zu tragen. Und glaubt mir, das tut eurem Selbstbewusstsein so gut. Weihnachtsoutfit? Check. Haare? Fettig. Check. Da ich ja vorhin meine neue Wohnung angesprochen habe. Auch diese Wohnung werde ich euch zeigen, sobald sie fertig ist. Aufgrund von Corona sind die Lieferzeiten von Möbeln extrem lang geworden und ich lebe momentan noch auf einer kleinen Baustelle. Mein Gamingzimmer, was einfach die absolute Katastrophe momentan noch ist. Ja, also es ist noch einiges zu tun, aber es wird sehr, sehr geil, wenn es endlich fertig ist. Deswegen ist es auch momentan sehr schwierig für mich mit dem Sport. Denn auch das habe ich leider etwas schleifen lassen in letzter Zeit. Da im November, Dezember extrem viele Reisen bezüglich meines Jobs anstanden und ich einfach auch keinen Platz hatte, hatte ich nicht allzu viel Zeit für Sport. So sieht aktuell mein Trainingsraum aus. Ist nicht gerade motiviert, deswegen ich mich oft auch nicht gerade so aufraffen kann. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, Leute, ihr seht, es ist noch viel zu tun. Ihr habt mich ja auch immer gefragt, wie ich es mache nach dem Sport. Ob ich dann irgendwie Hühnchen zu mir nehme oder Joghurt oder Proteinshakes. Und ich muss ehrlich sagen, nichts davon. Es gibt so viele Proteinshakes, die mir irgendwie nicht schmecken. Und das ist dann immer so viel. Und dann habe ich jetzt ein bisschen was ausprobiert im Kühlregal und habe was gefunden für mich, was ich richtig gut finde. Und zwar MyPro. Hat eine Flasche 25 Gramm. Es ist auch nicht so viel. Das heißt, man trinkt nicht gefühlt einen Liter. Und das habe ich ausprobiert. Und ich muss ehrlich sagen, das Gute ist, es schmeckt so gut. Und ich gönne mir das tatsächlich immer erst nach dem Sport, dass ich sage, nein, ich darf es erst trinken, wenn ich Sport gemacht habe. Das ist immer so eine kleine Belohnung. Deswegen, das ist gerade sehr zu empfehlen. Könnt ihr gerne ausprobieren. Die Sache ist allerdings, das hatte ich auch, das ist oft einfach nicht mehr da, weil es ausverkauft ist. Schaut bei euch sonst einfach mal im Kühlregal nach, wenn ihr es mal testen wollt. Vielleicht ist es ja da, wenn ihr Glück habt. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr lecker. Aber ich bin momentan wieder auf einen guten Weg, in meinen Sportrhythmus zu kommen. Ich habe aber auch gelernt, mir deswegen kein schlechtes Gewissen mehr zu machen, sondern einfach nicht mehr zu hart zu mir selbst zu sein und mich ständig runterzumachen, was ich alles geschafft habe und was nicht. Ich muss jetzt Sport machen, ich habe überhaupt keine Lust. Ich für mich selbst habe dieses Jahr extrem viel erreicht. Abgesehen von meiner für mich erfolgreichen Reise nach Australien bis hin zum neuen Managementwechsel. Ich habe auf meinem Kanal jetzt über 800.000 Abos. Mein Ziel für dieses Jahr waren auf jeden Fall die 600.000 zu knacken. Mein Zweitkanal hat mittlerweile auch über 100.000 Abos geknackt.
Auf Twitch habe ich über 200.000 Abos bekommen und auf Instagram habe ich auch die 200k geknackt. Doch irgendetwas bleibt immer liegen und das ist leider dieser Kanal. Ich habe mir für das nächste Jahr vorgenommen, hier deutlich mehr zu uploaden, auch wenn es einfach nur mal ein Talk vor der Kamera ist. Denn ich sehe in diesem Kanal viel Potenzial, euch vor falschen Entscheidungen zu bewahren. Gerade mein letztes Video hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, auch mal ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, über welche Themen ich einfach mal ganz locker vor der Kamera sprechen soll. Denn mir ist es wichtig, dass nächstes Jahr auf diesem Kanal viel mehr Videos kommen, als es bisher geschehen ist. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass einige Videos für mich wirklich sehr viel Überwindung kosten. In der heutigen Zeit ist es manchmal einfach nicht einfach, sich ungeschminkt vor eine Kamera zu zeigen oder eben über Fehler, die man wegen seines Aussehens getan hat, zu sprechen. Nächstes Jahr wird auf jeden Fall noch mehr Content in diese Richtung folgen, aber auch das wird wieder eine Überwindung für mich sein. Denn im nächsten Jahr möchte ich mit euch über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Denn ich glaube, meine Unsicherheiten und das ständige Unzufrieden sein mit mir selbst hat auch viel mit meinen damaligen Beziehungen zu tun. Ich bin übrigens immer noch sprachlos, wie viele Leute von euch Road to GNU durchziehen. Ja, heute wieder was ganz Tolles gekocht. Spaghetti mit ja, keine Tomatensauce, aber mit Soße. Schmeckt ganz toll. Es gibt Leute, die schon ganze 200 Tage hinter sich haben. Ich bin extrem stolz auf euch und auch ich werde ab dem 1. Januar wieder neu anfangen. Falls ihr auch eine Motivation sucht, in den Sport wieder hineinzufinden, ich mache auf meinem Twitch-Kanal www.twitch.tv/saftigesgnu künftig wieder Sportstreams. Ich werde auch ein paar Sport-Challenges machen und euch darüber berichten, wie gut ich diese finde. Jetzt allerdings werde ich mich erst einmal zurücklehnen und das Jahr schön ausklingen lassen. Was habt ihr aus diesem Jahr 2020 für euch gezogen und was möchtet ihr nächstes Jahr besser machen? Auch hier gilt noch zu sagen, nehmt euch nicht zu große Vorsätze vor. Beginnt mit kleinen Schritten, um zu euren Zielen zu gelangen und nehmt euch nicht direkt zu viel am Anfang vor, denn das wird euch definitiv nur demotivieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, wenn wir uns in den nächsten Videos hier wiedersehen. Dankeschön für alles. Eure Jasmin.